Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Kapokalypse mit Olli und Ronny. Genau, heute mal ein anderer Einspieler, Ronny, sehr geil. Und was haben wir vor? Wir stellen dir heute ein super cooles Bissanzeigerset vor. Sehr schön, und das Ganze seht ihr nach dem Intro. Geil. Wie der Ronny ihm schon kurz im Einspiel erläutert hat oder erzählt hat, es geht um ein Bissanzeiger-Set. Dazu haben wir uns auch den Ronny Luft dazu geholt, sehr geil. Wir haben letztens in unserer Carp News schon mal kurz ein Bissanzeiger-Set geteasert gehabt, dass es jetzt im Januar rauskommt. Die eifrigen Verfolger, die das gesehen haben, werden jetzt genau wissen, es geht um den Vader X Betalarm. Genau, und hier ist er auch schon. Das ist das gute Stück. Wir haben immer noch Januar und er ist ab sofort erhältlich, ja? Ab sofort, ja. Hm? Ist jetzt vor 2 Tagen im Lager eingetroffen, genau. Und schön. Wird jetzt gerade an die Fachhändler ausgeliefert. Also, wenn ihr einem Fachhändler oder euren Sonic-Fachhändler des Vertrauens in der Nähe habt, hat er ihn momentan schon in den Regalen zu liegen und ihr könnt ihn euch vor Ort anschauen oder online bestellen. Ronny, lass uns den Kram auspacken, würde ich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ta-da-da-da. Da ist er. Da ist er. Sieht eigentlich ganz schnucklig aus, ja? Gefällt mir optisch gut. Ja, ist ein sehr schönes Set. Hm? Hier haben wir jetzt das 3+1, ja? Das ist ein 3+1, genau. 3+1? 3+1, rot, grün und blau. Rot, grün und blau. Was mir sofort auffällt, die Funke ist klein und handlich. Ich finde diese kleinen handlichen Funken sehr gut. Und eine kleine Öse für eine Kordel. Ist die bei? Die Kordel ist nicht dabei. Okay. Der Preis ist aber heiß und da werdet ihr gleich wissen, warum die Kordel nicht bei ist. Aber er ist klein, handlich, er ist sehr solide, er fässt sich sehr griffig an. Ich mag ihn, ich finde ihn gut. Er ist auf wie viel Bissanzeiger kann man zuschalten, Ronny? Bis zu 6. 6 Bissanzeiger, also sprich ihr habt 6 Dionio, 6 Bissanzeiger schon ordentlich. Ja, also man kann auch weiß, purple und gelb mal zuschalten. Sehr schön. Du schraubst jetzt gerade schon die Snackers drauf und zu, ja? Ja, die sehen echt sexy aus damit, muss man ehrlich sagen. Hm? Gerne. Also sprich, so sieht der normale Bissanzeiger Body aus. Und das sind die mit Snackers. Sehr schön. Snackers natürlich sehr hoch, finde ich sehr gut. Gerade da kann keine Rute so schnell rutschen. Hat eine gute Auflage, die sind drinnen gut gummiert, dass die Rute ordentlich geschützt ist und auch einen guten Grip hat. Gerade wenn man am Kanal oder am Fluss angelt, ja, und so seitlich fischt. Wenn man so ein bisschen rabiate Bisse bekommt oder wenn er ein bisschen Hook and Hold macht vor irgendwelchen Bäumen oder vorm Totholz, ist sowas schon Pflicht. Ihr könnt es auch ablassen. Das macht den Bissanzeiger ein bisschen smoother, aber ich finde es auch mit den Snack Ears. Ja, die sind gut filigran gearbeitet. Ne? Ja. Ist halt auch ziemlich cool, dass sie halt zum Schrauben sind. Sind halt auch Metall, brechen dadurch nicht ab, wie manch andere Carbon Snack Ears oder irgendwie so. Ne? Also womit werden betrieben? Das ist mit 9 Volt Blockbatterien. Also dadurch halt eine ultra lange Haltbarkeit. Mhm. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, das ist ja auch mal der Nachteil bei vielen anderen Bissanzeigern heutzutage. Die haben immer nur teilweise die kleinen Fotozellen drin, was top ist. Die halten auch teilweise ganz gut. Aber wenn dann Game Over ist, sucht ihr überall diese Fotozellen, bezahlt einen Haufen Geld. Und hier ist einfach nur ein 9 Volt Block drin, handelsüblich. Die haben Power, die haben Saft. Das hält lange. Komplett mit Funk. Wie sind die mit wie viel Meter sind die angegeben worden? Mit bis zu 150 Meter. Mhm. 150 Meter ist für einen Bissanzeiger, für ein Einsteigerset richtig optimal. Wir haben es vorhin schon mal getestet auf der Straße. Ja, wir waren vorhin schon mal draußen und ich habe den Olli nicht mehr gesehen. Ja, wir waren weit über 150 Meter. Das ist schon enorm gut. Wir hatten freie Strecke, wir hatten keine Büsche, noch gleiche Büsche, ein paar Hecken hatten wir zwischen, aber halt keine größeren Bäume. Schilfgürtel waren auch nicht bei, aber auf jeden Fall für 50 bis 80 Meter am Wasser mit Hindernissen nehme ich meine Hand für uns Feuer, dass das 100% funktioniert. Dazu muss man auch sagen, wir hatten links und rechts halt eine komplette Häuserreihe. Ich glaube, das ist auch nicht viel besser als ein paar Bäume. Ja, kann auch sein. Und wann entfernt man sich mal weiter als 100 Meter von seinen Routen? Ja. Ich selten. Sollte man ehrlich gesagt nicht machen. Sollte man auch nicht machen, weil 100 Meter, wenn ihr da bis zu einem Routen ran seid, ist oftmals schon der Fisch futsch. Ja. Muschelbänke, Bäume, Holz und so weiter. Sehr schön, dass jetzt hier das 3+1 Set. Was kann der Bissanzeiger alles? Kann eine ganze Menge. Du hast 8 verschiedene
Töne. Du hast gestolpert hier über diese Druck. Genau, du hast 8 verschiedene Lautstärke-Modis. Mhm. Du hast Fallbissanzeige, Laufanzeige, du hast Nightlight, du hast Vibrationsalarm. Das ist auch ziemlich interessant. Vibration auch drin, ja. Ja, Vibration. Ja, in der Funke aber noch. Ja, genau, natürlich. Das, ja, hier ist ja völlig blöd. Du hast dann da Silent und auf der Funke dann halt Vibrationsalarm. Ich mach mal. Zusätzlich ist, weiß nicht, ob ihr das erkennt, da ist hinten so ein Magnetzeichen drauf. Das ist ein Magnet verbaut, den könnt ihr dann, wenn es gerade nichts Metallisches könnte, kannst du theoretisch auch halt an deinem Bivi-Table oder irgendwas, was halt metallisch ist, kannst du die halt einfach anklicken. Und ich habe ihn angemacht. Das ist schon ziemlich laut. Das ist schon mal sehr laut, ja. Die Lautstärke ist zu steuern, einfach nur an und aus. Da hast du 6 von 7 verschiedenen Lautstärken. 8. 8. Das ist ganz laut, das ist silent, wie du gesagt hast. Ja. Und so wäre ganz leise. Gibst du mir mal kurz den Aufkleber dort? Aber sehr gern. Da liegt doch schon passend. Er hat auch. Hier ist Vibration. Schon. Vibration. Und Fallbiss auch. Das wäre dann Fallbiss. Komplett dann blinkend. Das V hier drin für Radar leuchtet auch gut auf, ja? Ich glaube. Ja, einmal kurz drücken. Dann habt ihr in der Mitte diese beiden länglichen Dioden. Erzeugen das Nachtlicht. Also wirklich sehr hell. Gefallen mir. Schöne Bissanzahl für einen schlanken Kurs. Ronny, schlanker Kurs, wo wir da gerade sind. Erzähl mal was dazu. Also ein 2+1, wäre dann der rote und der blaue. Mhm. Und auch zwei schöne Farben, die am Ende gut miteinander harmonieren. Ja. Die liegen bei 89,95 UVP. Und das 3+1-Set liegt bei 119,95. Also bekommt ihr für 90 Euro ein solides Zweier-Set Bissanzeiger und legt nochmal einen 30er und 40. Ja, ein 30er. 30er drauf, bekommt ein 3er-Set, was, denke ich mal, für den Einsteiger da draußen ein richtig geiles Set ist. Nicht nur für den Einsteiger, ich denke auch für den erfahrenen Karpfenangler, der gerade momentan auf der Suche vielleicht nach einem zweiten Set ist. Einzelne Single-Biss-Anzeiger gibt es auch. Man kann die Sets auch erweitern und die liegen dann bei 34,95. Mir gefallen die. Ja. Ich finde sie gut. Die sind super. Ja. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Nee, nicht mehr so viel. Denke ich mal, wir haben eigentlich alle Features erwähnt, ja. Ich finde sie halt von der Verarbeitung sehr gut. Wir haben unten auch noch mal eine kleine Buchse mit. Klinke, natürlich. Ja. Die brauchst du auch, ne, wenn du wirklich halt mit Illuminated-Zwinger fischt oder irgendwie sowas. Ne? Wenn du Bock drauf hast, auf jeden Fall. Genau. Mir gefallen sie fast ohne Snack-Ears. Echt? Also ganz mir gefallen gut. Sie mit besser. Ja? Ja. Finde ich, macht gerade irgendwie so dieses... Das Nachtlicht ist auf jeden Fall schön hell. Ja, auf jeden Fall. Das ist bei unserem Gizmo ein wenig dunkel geraten, bei dem ist es halt wirklich extrem hell. Ich finde es super. Ich werde es auf jeden Fall mal das Jahr testen. Ich werde es auch mal länger testen und euch dann mal vielleicht Ende der Saison werden wir euch mal berichten, wie gut sie sind und was sie wirklich können. Ja? Ja. Und wie die Reichweite wirklich am Wasser ist. Aber ich habe da eigentlich, ehrlich gesagt, gar keine Bauchschmerzen. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht, Ronny? Nee. Dann haben wir beide keine Bauchschmerzen. Das ist ein super Bissanzeiger-Set. Und erhältlich verlinken wir unten nochmal rein in der Videobeschreibung, wo ihr das Ganze bekommt. Dort schreiben wir die Preise auch nochmal mit hin, wer das Ganze jetzt nicht schnell noch mitgeschrieben hat. Einfach googeln. Ich find's super, die Bissanzeiger. Auf jeden Fall einen dicken Dank für Ronny, dass er bei uns hier mal angehalten hat in Magdeburg beim Carpocalypse-Studio. Sehr gerne. Und uns die Dinger mal gezeigt hat, uns vorgestellt hat. Ich würde sagen, das Set lässt sie gleich hier liegen bei uns. Das möchten wir jetzt auf Herz und Nieren testen und mit ans Wasser nehmen. Ja, und in dem Sinne, Ronny, ich bedanke mich für die coole kurze Nummer. In dem Sinne, ciao, Olli von Carpocalypse. Ciao. Gut, ciao.